du, dann kannst du immer noch gucken, wie es mit der Geschwindigkeit ist, also ob das für dich okay ist oder ob du lieber mehr, weniger, wie auch immer willst. Wenn das nicht reicht, kannst du künstlich auch noch Modifier zufügen. Genau. Das erste Mal mit einem Goldblock und einem Dia, das ist noch relativ günstig. Das nächste Mal, weiß ich nicht, ein Dia-Block und ein Notch-Apfel hier. Genau. Und dann nochmal ein Nether-Stern. Ja gut, aber ich habe ja jetzt schon das Problem, dass ich mehr Modifiers möglich habe, als ich brauche. Achso, ja gut, notfalls kann man am Ende immer noch Speed nehmen. Ich bin ja gerade bei 4, ja. Ja, aber zu viel Speed geht halt auch nicht, wie Hater schon gesagt hat. Ja, da musst du, wie gesagt, vor allem halt mit den schnellen Tools, also sowas wie zum Beispiel Kobalt oder so, wenn du da voll Speed drauf haust, dann fräst du dich halt durch Stein und so einfach halt. Mit Linksklick haust du halt 3 oder 4 weg und das ist halt auch nicht. Ja, das stimmt, das ist natürlich kann auch man blöd. So ein, heißt das Hammer, womit man 3x3 Stein abbauen kann? Ja, das kann man. Kann man da den aus Kobalt machen und voll Speed draufhauen? Ja, klar. Ja. Und dann geht der aber ab. Das kannst du aber wissen. Aber dann kannst du auch gucken, wie halt du ständig am Kobalt farmen bist. Weil das verdammt teuer wird auf Dauer. Ja, den kann man den nicht auch mit der Batterie machen? Ja, klar. Da muss ich ja doch nicht dauernd Kobalt farmen, oder? Ja, dann musst du ständig halt aufladen. Das ist. Aber und ja. Wenn du noch Modifier frei hast und nicht sowas wie Schnelligkeit haben willst oder sonst alles verbraucht hast, kann man ja auch noch andere Sachen machen wie. Weiß ich nicht, Schärfe geht da bestimmt auch auf einer Spitzhacke. Dann machst du halt noch mehr Schaden damit, notfalls. Dann kannst du das noch als Waffe benutzen für alle Fälle. Aber von diesen 3x3 gibt's ja gar keine Spitzhacke, ne? Achso, nee. Wir reden gerade von der Spitzhacke. Ja, aber da geht's genauso. 3x3, also der Hammer ist ja quasi das Gegenstück zur Spitzhacke. Oh, ich habe wieder ein Safari-Net gekriegt, Single-Use, falls du immer noch ein Pferd holen willst. Ja. Kannst du haben. Allerdings muss ich erstmal mein Inventar auswerten. Kann man... Ich gebe dir dafür auch was. Mein Herz. Ah, danke schön. Bleib dir. Behalt den Schatz. Es ist so auch. Oder du isst es jetzt auch. Ach, du hast mir wirklich ein Herz. Das wäre es gewesen, wenn ich das jetzt einfach essen würde. Ey. Woher kenne ich das? Weil du sagst ja immer, wie toll die Dinger sind. Du sagst ja immer, wie toll die Dinger du sind. Du kannst dir damit ein Herzkanister bauen und dann hast du für mehr immer ein Herz mehr. Also hast du 11 Herzen. Das Ganze kannst du 10-mal machen, dann hast du 20 Herzen. Dann kannst du dasselbe noch mit gelben Herzkanistern machen, dann hast du 30. Und grüne habe ich hier auch zugefügt, dann hast du 40 Herzen. Also du kannst dich hier... Okay. Du kannst dich hier RPG-Style-mäßig echt hochpushen. Scheiße, Mann, hier gibt's ein Baby-Ozelot. Kann man das Ding zähmen? Ja, mit Fisch. Und dann wird das eine Katze. Entschuldigung, ach Mann, tut mir leid. Ich bin mehr so ein Hundetyp. Aber die Reaktion war nicht gewollt, weil ich finde Katzen auch niedlich. Manchmal sagt gerade nochmal die Kurve gekratzt. Nein, aber manchmal sagt man Sachen, die will man gar nicht sagen. Ja, zum Beispiel, das würde ich gern haben. Ich bin gay. Aber das ist nicht so schlimm. Ein Schaf, hallo, ich bin ein Schaf. Hallo, ein Schaf. Aber du kannst ja auch einen Hund zähmen, man muss halt einen Wolf zähmen. Ist ja interessant. Aber das Problem ist, dass ich ständig Angst habe, dass das Viech drauf geht. Ja. Weil die sind jetzt auch nicht so stabil. Intelligent. Ja, das auch. Ja, aber halt, wenn ich mit dem gegen Creeper kämpfe und der Creeper macht Bumm, ist der Hund weg. Ist ja interessant. Ich habe ein Common Loot Bag. Da ist so richtig cooler Stuff drin, so Obsidian, Eimer, Safari-Net, Single-Use, ein bisschen Kupfer. Und jetzt habe ich ein Legendary Loot Bag, da ist nichts drin, außer ein Goldbarren. Ja, das ist halt einfach Glück. Da kann halt wirklich cooler Stuff raus. Also, an sich haben die mehr den gleichen Loot-Table, nur dass halt die Legendaries halt eine höhere Chance haben, besseren Stuff rauszubekommen. Das ist natürlich, ja, das ich habe auch meine komischen RPGs aus einem Common rausbekommen. Mhm. Und aus dem Apple. Ich habe 6 Lead Plating von Nuclear Craft. Okay, kann man immer mal gebrauchen. Ich habe von Nuclear Craft eine Tough Alloy Boots gekriegt. Das sind relativ gute Rüstungsteile. Ich habe dir noch mehrere Loot Bags da reingetan, wo die Nether Erze sind, vielleicht. Willst du die nicht öffnen? Nö, kannst du haben. Das ist interessant. Wir teilen ja eh gerade. Uncommon, Common Treasure von Thaumcraft. 3 Stück waren das, ne? Ja, ich sehe nicht mehr, okay. So, wir haben hier ein Splash Potion of Swiftness. Ein Splash Potion of Fire Resistance. Ne, den hatte ich vorher. Harming, kannst du trinken, da kriegst du Instant Damage, ist bestimmt cool.
Potion of Poison, kannst du auch trinken, ist bestimmt auch cool. Und 8 Goldcoins. So, in dem Common ist 6 Dornen, 2 Enderperlstaub, 2 Weizen, 3 Melonsamen und eine Music Disc mit Melohi. Und in dem Uncommon Lootpack ist ein Overgrowth Seed von Botania, eine Schallplatte mit 11, 3 Redstone und ein Engineer's Blueprint mit Arc Furnace Electrodes. Oh, das ist auch cool. Ja, der Overgrowth Seed ist nützlich, weil dann gehen die Botania Blumen nicht mehr kaputt. Da war, glaube ich, was. Ja, irgendwie war da was in Ozone. Ja, aber das ist auch schon wieder. Ey, es ist. Ich merke einfach, dass mehr ich spiele, wie unglaublich lang es her ist, dass ich 1.7 Modpacks gespielt habe. Ich hätte das hier auch in 1.10 gemacht, ehrlich gesagt, aber viele der Mods waren halt einfach noch nicht in der 1.10. Ja, ich muss sagen, und ich möchte da nicht drauf verzichten. Ja, ja, ich bin mir nur sicher, welche Variante ich besser finde. Ich finde, beide haben so ihre Vorteile. Ja. Und es gibt, muss man schon sagen, 1.10 schon coole Mods. Ja, das ist richtig. Und was für Mods zum Beispiel haben da gefehlt? Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, müsste ich gucken. Achso, ja gut, okay. Weiß ich jetzt nicht auf dem Schlag. Nur eine. So. So die unnötigste irgendwie. Ja. Ja, gut, ich habe Kobalt, dann kann ich ja jetzt mal einen Kobaltspitzhacken machen, ne? Aber dafür werde ich jetzt erstmal die Schmelze ausleeren. Ganz ehrlich, hier sind so viele verschiedene Sachen drin. Ich hab Schiss, dass ich den Kobalt hier gleich verdattel. Dann mache ich mir glaub, hier gleich Kokophenium oder. Ja, Adit war nämlich drinne hier. Na gut, dann bekommst du Manylium, was jetzt nicht schlecht ist. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ja, aber dann muss ich wieder neu suchen gehen. Ja, aber warum? Wenn du Manylium hast, kannst du eine bessere Spitzhacke herstellen als Kobalt. Manylium was kann die denn noch besser? Denn Kobalt. Was kann die denn kann noch? Manylium abbauen. Ich habe keine Ahnung, was man das braucht. Das wollte ich auch gerade fragen. Das gibt's ja gar nicht als Erz. Oder ja, aber gut, es kann sein, dass zum Beispiel irgendwie in Zaumcraft oder Galacticcraft oder sowas das damit dann irgendwie spielt. Keine Ahnung. Also ja, das sehen wir ja dann noch. Dann muss man sich halt später nochmal eine neue machen. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe Iguana Tweaks bisher nur in der 1.10 gehabt. Nicht in. 1.7, deswegen kann hast ich das nicht. Hast du nicht Ozone auch gespielt? Doch, aber da habe ich nie mit Chinkos Loot gearbeitet, warum auch. Achso. Also nie lang zumindest. Ich claime hier gerade den ganzen Regenwald, das dauert so lange. Ich habe 1000 Claims verteilt. Weil ich dachte so, wow, und dann bin ich weitergegangen und dachte, das ist ja überall cool. Das ist halt Regenwald. Regenwald ist schon cool, aber. Regenwald ist auch nervig, um drin zu bauen, weil du so unglaublich viel Holz erstmal abbauen musst. Das finde ja, ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich suche halt gerade ein Biom mit ganz vielen hohen Bäumen. Nur das Ding ist, die sind irgendwie immer recht klein, die Biome. Ich habe Sumpfbiome gefunden, die sind riesengroß, aber von diesen Regenwaldbiomen habe ich immer nur kleine gefunden. Das ist halt einfach random. Und ich brauche eine Stelle, die ist so speziell, die findest du nicht. Ich brauche eine Stelle. Ein hoher Berghang, wo dran man eine Burg bauen kann, dass sie von drei Seiten geschützt ist. Und dann komplett umzu hohe Bäume. Aber sowas findest du nicht, so eine Kombi. Nee, das ist echt schwierig. Da muss man halt ein bisschen selber terraformen im Notfall. Ich wollte gerade sagen, da gibt es eine einfache Möglichkeit, ja, selber bauen. Deshalb habe ich eine Stelle oben im Norden gefunden, da ist halt ungefähr sowas. Da muss ich nur halt viele von diesen Bäumen, die kann man bestimmt selber pflanzen. So, ich geh erstmal Lava holen hier. Muss ich halt machen, ja. Mache ich. Oder kann gerade einer schlafen? Ich will und kann nicht. You want to sleep on that? Weißt du, auf dem Steinboden darfst du schlafen, aber auf einem Baum nicht, oder was? Dann standest du halb in der Luft. Oder auf einem Slab. Ja, ich war hier gerade an so einer Ecke, so ein bisschen. Lava. Und dann sagt er dir, du willst nicht in der Luft schlafen, weil du willst nicht in den Tod stürzen, du Idiot. Nein, das sagt er nicht. Doch. Also falsch, das sagt er nicht, das will er dir sagen. Verstehst du? Nee, verstehe ich wirklich nicht.
Was ist Luft? Ich hab das nicht verstanden. Wer ist Barbara? Kannst du mir das genauer erklären? Nein. Heute nicht. Nein, einfach nein. Nein, nein, nein. Nein, nicht vor vier. Ein Panzer besteht aus tausenden von Teilen. Aber der wichtigste bist du. Man sieht so einen das Bulldog, so, der sich der so einen Hang runterfährt und sich dreimal überschlägt. Irgendwie nicht richtig, also ziemlich es, geil. Es trifft auch vernünftige Spieler vielleicht tatsächlich zu, zumindest mal ein WOT. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass es bestimmte Panzer gibt, Spieler in WOT gibt, auf die das nicht zutrifft. Mhm. Die wollen ja jeden zum Helden machen. Doch, ja. Das sind ja auch immer so die Quests, ob jetzt Elder Scrolls ist oder so, immer so. Du bist der Geilste, du hast uns alle gerettet. Du musst die ganze Zeit. Und das finde ich in so in Multiplayer-Spielen immer so unglaublich nervig. Warum kann man nicht einfach normale, wichtige Sachen machen? Warum musst du immer der absolute Held sein? Das Schlimme ist halt, der Typ vor dir war halt auch der absolute Held. Und die fünf Typen, die gerade warten, dass sie jetzt endlich mit dem Typ reden können, alles sind voll auch von der Helden. Held. Ja. Da gibt's mehr Helden als normale Dorfbevölkerung. So wie es in Skyrim mehr Banditen gibt als Dorf als Normalbevölkerung. Ja, das ist richtig. Da gibt's irgendwie in Himmelsrand gibt's irgendwie in dem Spiel Skyrim irgendwie 4-1, schätze ich mal. Mhm. Also ich verstehe das nicht. Ja gut, du brauchst auch irgendwo, musst auch. Hallo? Ja? Wäre sonst langweilig, hättest ja niemand zu umbringen. Ja, das fehlt mir sowieso, dass man nicht einfach alle abmetzeln kann. Kannst du schon. Ja, gut, ja. Stimmt. Aber Kinder nicht. Nee, so nicht. Das ist richtig, ja. Da hast du spätestens bei den Paktwachen ein kleines Problem. Ah ja, die ist so übertrieben. Ich glaube, die kann man auch gar nicht töten. Die macht doch, die nimmt doch gar keinen Damage, du kannst sie nicht töten. Ja. Du kannst nur wegrennen, aber manchmal ist sie schneller. Ja gut, weil das halt, denke ich mal, wieder so ein, ja, so eine Sache ist, dass sie halt eingeführt haben, damit halt die Leute eben nicht einfach ganze Städte ausradieren, weil das ja ziemlich ungünstig, so für Quests und sowas, so ein bisschen. Weil die immer nach 10 Minuten erst wieder spawnen, ja. Mhm. Und da gibt's echt richtige Freaks, also ich hab das mal gesehen, da war der ganze Wald, jedes Tier lag da tot rum, der hat alles abgeschlachtet. So, wie nenn ich denn, wie willst du denn, dass ich deine Spitzhacke nenne, Johnny? Liebe Harry, Liebe. Okay. Nein, nein. Das nächste Wort, was du sagst, das mache ich, egal ob du willst oder nicht. Okay. Nee, ich weiß gerade wirklich nicht. Kannst du nicht erstmal deine machen? Okay, kannst du denn nicht mal deine machen? Komischer Name. Ich weiß nicht mal, wie ich meine. Ist das eine Koboldhacke? Oh Mann, ja. Oh, der Name ist wichtig. Ja, der Name ist ziemlich wichtig. Dafür hätte ich Amadeus Broadsart nehmen sollen. Kann ich zwar wieder machen, aber nochmal ist doof. Baumschicke Wawa. Vielleicht in Nürnberg, ich weiß es nicht. Oder einfach Kant. Kant? Dann nenn ich meine Freud und du nennst deine Kant. Okay. Also Kant. Und Freud. DT, ne? Ja. Weiß, Freud glaube ich nur mit D. Weiß es nicht. Kann nachgucken. Ja, mach mal. Ich habe keine Lust, das falsch zu schreiben, damit ich dann wieder hier irgendwie so neunmal kluger also in die Kommentare schreibt. Oh, da schreibt man so und so, hat das aber gerade selber gegoogelt, höchstwahrscheinlich. Sigmund Freud, ja nur mit D. Okay. Bei der sowas bist du dir echt nie sicher. Ich wusste das ja sowieso, Multi. Obwohl die ja nicht doof. Mal. Genau. Obwohl die nicht ein Wort richtig schreiben können, ne? Ja. Aber sie sind ja immer so klug. Ja, das ist Backseat Gaming, das ist echt schlimm. Ja, das ist in allen Lebensbereichen so, dass sich jeder für klug hält und wobei dann total Gaming in dem Fall nicht, aber halt allgemein Backseat. So, Kant, wo tue ich dir Kant hin? Wo möchtest du, dass ich dir die hinlege, dass du die auch findest? Ich tue die in die Truhe, wo du die, also diese Nether-Erz-Truhe, wo du auch die Bags reingetan hast. Da ist die irgendwo, ganz unten rechts in der Ecke ist Kant. Warum nicht ganz links in der Ecke? So.
Weil das voll langweilig wäre. Aber die Kobalt hat ja auch Kobalt als Abbau. Das heißt, wenn ich die jetzt einmal auflevel, dann habe ich ja auch Manillium. Achso, ja, ja. Ja, so. Ja, das ist richtig. Aber Manillium startet halt mit Manillium. Achso. Heißt, die würden nochmal, also sehr wahrscheinlich, ich habe jetzt noch keine gemacht. Ich habe mir dann gedacht, ich habe jetzt Tools, die sind jetzt ausreichend gut. Ich mache jetzt erstmal Haus. Ja, nachvollziehbar. Dann versuche ich die mal aufzuleveln hier. Was soll denn danach kommen? Manillium? Bedrock als Abbau-Dings, ey. Ja, das wäre ziemlich kacke. Das wäre echt ziemlich kacke. Überleg dir mal, du gehst halt runter so auf Ebene 0 und baust da halt ab und fällst dann durch den Boden, weil du Bedrock abbauen konntest. Mhm. Dann kommst du auch nicht mehr in dein Grab. Mhm. Wobei der spawnt dann, glaube ich, in Bedrock-Höhe. Glaube ich. Ne, das bleibt da unten. Tanzerboot ist aufgelevelt. Tanzerboot hat jetzt einen Smite und einen Modifier. Das Smite hätte jetzt nicht sein müssen, aber gut. Ist eh nur übergänglich. Tanzerboot, deine Nahkampfwaffe. Mhm. Ein Rapier. Ein Rapier? Ich hab mir so gedacht, wenn Johnny mich wieder trollen will, dann nehme ich mir einfach ein Rapier. Dann ist mir das scheißegal, was für eine Rüstung der da hat. Richtig. Deswegen ist der PvP-Rapier einfach das Beste. Das schlägt so schnell zu, wie du klicken kannst. Und geht durch alle Rüstungen durch. Gegen Mobs aber ist eigentlich. Sind Cleaver eigentlich besser. Ja, das stimmt. Außer wenn du den komischen Lich im Twilight Forest killen willst. Dann nimm auch den Rapier. Weil der hat so komische Schilde um sich rum. Die musst du sonst voll runterhauen, das dauert ewig. Ja, wir haben schon mal gegen den gekämpft in Take It Light. Das war auch schon ein Happen. Ich hab das auch in einem früheren Projekt mit ein paar Kumpels mal gemacht, da war auch so der Punkt zu bohren, wir sind da gestanden mit den Klimern und hauen auf den ein und der verreckt einfach nicht. Und der hat auch meine ganze halt Quantum aufgesaugt. Genau, und da bin ich halt auch irgendwann gestorben, ja, und hat dann irgendwie so, kacke, nur noch hier das Rapier, ey, egal, nehmen wir halt das. Wenn die anderen schon, komm schnell zurück, wir verrecken hier alle, bla bla bla. Ja, und ich komm zurück, hau den viermal tot. Okay, das war doch einfacher als gedacht. Was könnt ihr eigentlich? Ja gut, ich bin gestorben, die anderen nicht, ja, also, das sollte man dann vielleicht nicht unbedingt erwähnen, ne. Aber ja. Bestimmt keiner gemerkt. So. Bestimmt nicht. Ich habe Rubine gefunden. Rubine sind gut. Kann man Rüstung draus machen. Hier tatsächlich sogar gut ist. Und gut ist der Inbegriff des Bösen. Hä? Wie? Jetzt bin ich ja noch voll, ey. Ja, ich finde das so nervig, dass man die Claim. Ich finde das so nervig, dass man die Claim-Karte nicht größer machen kann. Weißt du, Johnny, die meisten Leute haben damit kein Problem. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie nicht so viel claimen und vor allem dann nicht so viel, wie du die claimen wollen. Gibt's jetzt eigentlich einen Befehl zum Declaim von allem oder musst du wirklich jeden einzelnen geclaimten Chunk manuell wieder ausmachen? Ich muss dir gestehen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt's auch einen Befehl zum alles declaimen. Ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen. Machen zu müssen, demnach. Ja, warum etwas freigeben, was einem selbst gehört? Also Uran kann ich mich nicht mit beschweren, haben schon ein bisschen was. Mhm. So 7. Was tun sie mit dem 1 Euro, wenn sie gewinnen? Nichts, vielleicht auch weniger.